Ich habe wieder einen Launch-Monitor zugeschickt bekommen, und zwar von der Firma Arcadia, die diesen Launch-Monitor in ihrem Golfshop vertreibt. Und zwar handelt es sich hier um den FlightScope Mevo Plus. Und ich habe ja schon mal ein Video gedreht über den Mevo, diesen ganz kleinen Launch-Monitor. Und das ist im Grunde der große Bruder von dem Mevo, nämlich der Mevo Plus, der noch mehr Parameter hat, der mehr Daten dir wiedergeben kann, damit du weiter oder noch besser an deinem Spiel arbeiten kannst. Mein Name ist Markus Bruns, ich bin PGA Golf Professional im Golfclub Sieke bei Bremen und ich möchte dir heute in diesem Video zeigen, was der Mevo Plus alles kann. Zuallererst aber einfach mal einen kleinen Blick, würde ich gerne einen kleinen Blick drauf werfen, und zwar, wie ich finde, ja, ist das wieder eine sehr gelungene Hülle, eine sehr gelungene Verpackung, und wie man vielleicht auch hört, sie ist relativ stabil, also man kann schön draufklopfen. Was ich persönlich sehr wichtig finde, dass das eine stabile Verpackung ist oder Hülle um den Mevo Plus herum, denn er ist ja doch recht empfindlich und relativ teuer. Nicht so teuer wie ein Trackman oder der große FlightScope, aber doch immerhin noch, ja, ein ganz stattlicher Preis. Aber ich glaube, ich habe ihn selbst noch nicht getestet, ich glaube, der Preis ist okay, also es ist ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, weil er doch relativ viel kann, mehr als einige andere Launch-Monitore, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Lass uns einfach mal gucken, was so alles in dieser Verpackung drin ist. Und da ist nicht nur der Mevo Plus drin, sondern natürlich auch ein Stecker, USB-Ladekabel und, was ich ganz cool finde, ein Karabinerhaken. Denn dann kann ich den Mevo Plus mit der Verpackung logischerweise an mein Golfbag dranhängen. In dem Mevo oder in der Verpackung ist natürlich auch die Betriebsanleitung logischerweise drin. Es sind ein paar Metallaufkleber dabei, die man ganz gut nutzen kann für Indoor-Use. Ja, also das heißt, ich klebe auf den Ball diesen kleinen Sticker drauf. Dann kann natürlich dann können die Messungen besser vorgenommen werden, da der Ball ja nicht so weit fliegt. Aber durch dieses kleine Metallplättchen, sage ich mal, werden die Messungen ziemlich akkurat. Davon gehe ich aus. So, dann haben wir hier den Mevo Plus. Den klappt man einfach auf. Hinten ist so ein kleiner Ständer dran und dann würde der dann im Grunde so dastehen. Ist recht simpel gemacht, was ich wiederum ziemlich cool finde, denn alles läuft über die App, die ich schon runtergeladen habe. Die zeige ich dir gleich auch nochmal. Er hat nur einen einzigen Knopf, und zwar, ich gucke gerade nochmal, ja, er hat nur einen einzigen Knopf, und zwar obendrauf den An- und Ausknopf. Dann gibt es dazu vorne eine kleine Kamera und oben aus meiner Perspektive rechts kann man dann immer den Ladestatus sehen, Verbindung zu der App bzw. Bluetooth-Verbindung. Genau, und dann stellt man ihn einfach in einen bestimmten Abstand, ich sage mal ca. 3 Meter hinter dem Ball auf den Boden, und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Was der Mevo Plus alles kann, welche Daten, welche Parameter er dir zeigt, um an deinem Spiel zu arbeiten, darauf werde ich jetzt eingehen. Wie gesagt, ich selbst habe ihn noch nicht getestet. Wir testen ihn also praktisch jetzt gerade zusammen und sind mal gespannt, wie er auch im Vergleich zu meinem Trackman abschneidet. Also, viel Spaß bei dem Video und ja, wir lassen uns mal überraschen, was der Mevo Plus alles so kann. Um den Mevo Plus zu verbinden mit der App, hat FlightScope sich was ganz Simples überlegt, was ja heutzutage gang und gäbe ist. Und hat hinten auf dem Mevo Plus hier den QR-Code drauf gepackt. Und wenn ich dann jetzt in meine App gehe, dann brauche ich hier oben nur auf Scan QR-Code gehen, halte den dann mit der Kamera hinten ran. Jetzt sagt mir die App verbinden. Ich drücke auf verbinden und jetzt warten wir eben kurz, während sich der Mevo Plus und die App verbinden. Und dann haben wir es. Da ist sie. Gut, dann sieht man jetzt hier ganz deutlich, wie weit man ihn wegstellen sollte. Also circa 3,20 Fuß. Okay, und dann sieht das Ganze erstmal so aus. Wie genau aber die App dann funktioniert, das werde ich dir natürlich jetzt live zeigen. Also was heißt live, das werde ich dir jetzt natürlich zeigen. Ich werde ein paar Bälle schlagen und dann gucken wir mal, wie genau die Daten sind im Verhältnis zu meinem Trackman. Wir können ja mal einfach zusammen durch das Menü durchgehen. Einfach draufklicken und dann ist das der Home-Bildschirm, den man hier wunderbar sieht. Man hat dann verschiedene Möglichkeiten. Update brauchen wir jetzt im Moment nicht. Wir haben hier Full Swing,
Chipping, Putting, Swing Training. Also wir haben hier einige Möglichkeiten, die uns der FlightScope Mevo bietet. Oben sieht man dann auch, dass er verbunden ist. Jetzt gehen wir einfach mal auf Full Swing. Dann gucken wir mal, da kann man verschiedene Dinge einstellen. Hier oben, wunderbar zu sehen, kann man Short Indoor, also wenn man zum Beispiel in ein Netz reinschlägt, was nicht so weit weg ist, ja, oder Indoor Training, wenn das Netz ein bisschen weiter weg ist. Ich habe jetzt Outdoor eingestellt, weil ich nach draußen auf die Range schlage. Habe jetzt so ein bisschen das Wetter schon mal programmiert. Ja, habe alles eingegeben, was ja für mich so relevant ist. Und dann klicken wir einfach mal auf Start New Session. Jetzt lädt er sich. Oben rechts sieht man Ready Outdoor, da ist ein grüner Haken dran. Das Schöne an der App ist, dass es eine Stimme gibt, die mit dir spricht, ja, was jetzt gerade so passiert. Er sagt Ready, das heißt, ich kann jetzt hingehen und einfach mal den Ball schlagen. Und das wollen wir jetzt mal gucken, wie das Ganze so funktioniert. Auf der rechten Seite gibt es halt die ganzen Parameter. Insgesamt sind es 17 Stück. Ja, zum Beispiel Carry-Distanz wird rausgefunden. Club-Speed finde ich ganz interessant, gerade wenn man daran arbeitet. Ball-Speed finde ich auch ziemlich cool. Smash-Faktor ist, ja, hier kann man ihn sehen. Höhe, Flugzeit, Eintreffwinkel, Angle of Attack, also AOA ist auch dabei. Da sind schon sehr, sehr viele gute Dinge dabei, die auch die großen Launch-Monitore haben. Auf der linken Seite gibt es nochmal Data, da kann man dann die Data einfach wegmachen oder man holt sie sich dann wieder zurück. Ich finde es ganz cool, wenn sie da ist, dann braucht man nicht so viel anderen Knöpfen rumspielen. Views, da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, ich hole das mal ein Stückchen näher. Da sieht man es, aus welchem Blickwinkel man das haben will. Top, dann sieht das so aus, das finde ich persönlich ganz gut. Da kann man auch die verschiedenen Schläge einstellen. Dann sieht man hier alle Schläge. Hier unten sieht man dann auch noch, mit welchem Schläger man wohin geschlagen hat. Ja, das wird dann farblich unterschieden. Aber wie gesagt, wollen wir jetzt mal gucken, was der Mevo Plus so kann. Oben steht noch Driver. Ich stelle das mal ein auf Pitching Wedge, weil ich gerade das Pitching Wedge da habe. Dann lädt er sich wieder hoch. Ich habe den Mevo Plus jetzt circa 3 Meter hinter meinem Ball positioniert und werde jetzt dann einfach mal ein paar Bälle schlagen. Der Trackman ist auch an. Der läuft auch. Und dann werden wir mal gucken, wie da so... Sleeping mode off. Okay, jetzt geht's los. Wie da so das Verhältnis ist. Schauen wir mal. Fangen wir mal langsam an. Mal kein Vollgas. Erstmal so ein paar Schläge zum Warmwerden. Okay. Trackman war ausgegangen. Müssen wir mal eben wieder anmachen. Okay. Los geht's. Also, der FlightScope Mevo sagt, bei dem Schlag Carry 108, Trackman sagt 104, Ballspeed, Clubspeed sind sie etwas auseinander, Ballspeed auch, Smash-Faktor, ja, auch ein bisschen, Eintreffwinkel, ja, auch ein bisschen, aber gucken wir einfach mal weiter, war jetzt ja der erste Schlag, den die beiden gemeinsam aufgenommen haben. Machen wir noch mal ein paar Schläge. Ah, jetzt kommen sie schon näher. Ja, jetzt haben wir zum Beispiel hier beim FlightScope Mevo sagt er 120,6 Meter Carry. Der Trackman sagt 119 Club Speed.
83 zu 80 Meilen. Ballspeed ist ziemlich identisch, sagen beide 94. Attack Angle, ja, ist der Mevo ein bisschen krasser, der sagt minus 10 und der Trackman minus 6. Also ein bisschen unterscheiden sie sich. Wir gucken mal, Höhe finde ich nochmal ganz interessant. Da das ein Pitching Wedge ist, ist er relativ hoch geflogen. Ja, Trackman sagt 28, Mevo Plus sagt 25. Smash Faktor ist ziemlich identisch. Draw, ja, das ist bei beiden. Kurve ist etwas nach links. Ja, also das sieht bis jetzt ganz gut aus. So, ich werde jetzt aber auch mal einen längeren Schläger nehmen. Ich werde das jetzt mal das Ganze mal mit dem Eisen 7 probieren. Mal sehen, wie da die Daten sind. Bis jetzt ist noch etwas Unterschied. Kann aber auch hier daran hängen, dass ich hier vorne eine Kante habe. Wenn es jetzt draußen ist, wäre es vielleicht ein bisschen anders. Problem ist nur, es regnet gerade und dann die Geräte rauszustellen, finde ich jetzt nicht ganz so ideal. Deswegen werde ich jetzt mal einen längeren Schläger nehmen. Dann ist der Abflugswinkel nicht ganz so steil. Dann nehmen die vielleicht die Daten etwas besser auf. Deswegen probieren wir das jetzt mal aus. So, ich werde den jetzt mal umstellen. Habe jetzt beide auf Eisen 7 eingestellt. Und dann gucken wir mal, wie es da ist bezüglich Abflugswinkel, bezüglich Länge und so weiter, wie da die Daten dann zueinander passen. Gucken wir mal. Schlagen wir mal 3-4 Bälle mit dem Eisen 7. Ball sollte immer in der Verlängerung des Flight Scopes liegen, also ich sag mal so ungefähr in der Mitte, damit man einfach gute Daten bekommt. Kleinen Slice mal gehauen. Ja, gucken, jetzt habe ich einen kleinen Slice gehauen, mal bewusst. Mal gucken, wie die Schlagflächenstellung ist. Ja, er sagt hier Push. Genau, Kurve, seitliche Abweichung, ja, ein paar Unterschiede. Smash Faktor ist identisch, Spin Rate ist identisch, Club Speed ist auch identisch. Carry sind ein paar Meter Unterschied. Um genau zu sein, 4. Aber wir können ja noch mal die andere Kurve schlagen, mal bewusst einen hooken. Ah, nee, mein Hook war ja ein Draw, aber okay. Ja, da ist die Distanz ziemlich identisch. Abweichungen sind 2 Meter. Machen wir nochmal ein. Ein weggepult. Dann gucken wir mal. Pull ist ja immer ein bisschen länger als die anderen. Ja, die sind ziemlich identisch dabei. Okay, gehen wir die Daten mal einmal durch. Ich hole mal eben mein iPad her, damit man nicht so immer aus dem Bild raus bin. Also, wir haben jetzt zum Beispiel beim letzten 149 Trackman, 151 der Mevo Plus im Carry. Club Speed absolut identisch. Ball Speed absolut identisch. Spin Rate absolut identisch. Smash Faktor zeigt ein Tickchen höher an. Höhe identisch. Ball Speed hatten wir, Club Speed hatten wir, Carry hatten wir. Eintreffwinkel ist sehr krass bei dem Mevo. Der zeigt 9 an. Das halte ich für nicht korrekt. Ja, sondern eher beim Trackman, da bin ich so bei minus 4, also in der Abwärtsbewegung an den Ball gekommen. Der Roll wird hier mit 8 Meter,
Ja, beim Trackman auch, sind auch 8 Meter. Launch Angle, also Abflugswinkel, den haben wir hier, 15 Grad beim Mivo, 15 Grad beim Trackman. Also schon sehr, sehr viele Daten, muss ich sagen, die ziemlich identisch sind zueinander. Das finde ich ziemlich cool. Ja, das ist eigentlich schon sehr, sehr gut. Also Abweichungen sind relativ gering. Klar, einige Dinge sind beim Trackman etwas besser, aber logischerweise auch, weil der Preis etwas höher ist. Aber fürs normale Training und vor allem für Training auf dem Platz, um den mal eben so aufzustellen, ist natürlich der Mivo Plus aufgrund seiner Größe schon viel, viel besser, weil man braucht nicht so viel mitschleppen. Genau, gut. Wollen wir uns das Ganze aber auch nochmal mit dem Driver angucken? Ich stelle mal um auf Driver. Auch hier beim Trackman. Sleeping Mode on. Sleeping Mode, genau, machen wir mal aus. Oh, den Driver. Gucken wir mal, was da passiert. Erstmal ein paar entspannte Drives. Mal gucken. Bisschen fadig. Da sagt er 197 und der sagt 202. Also auch da relativ nah beieinander. Das ist Carry. Total sagt der Trackman 217 und der Mivo Plus zeigt dann an Roll 17 Meter. Carry 197 plus 17, ja, ist fast identisch. Fehlen 3-4 Meter. Schlagen wir noch einen. Oh, der war gerade raus. Gucken wir mal die Daten uns an. Carry beim Trackman 210, total 230. Hier sagt er 207. Roll 20 Meter. Ja, 227 zu 230, 231. Club Speed 101 beim Mivo, 100 beim Trackman. Ballspeed absolut identisch, richtig gut. Das finde ich immer klasse, weil das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, gerade dann, wenn man mal neue Schläge ausprobiert. Spin finde ich beim Drive immer wichtig zu sehen. Da gab es bei einigen Launch-Monitoren einige Abweichungen. Denn wenn der Driver zu einem passt, sollte die Spinrate immer eher unter 3000 sein, so um die 2.500 bis 3000 Umdrehungen. Wenn es ein bisschen niedriger ist, hat er natürlich noch mehr Spin nach vorne, also mehr Topspin, weniger Backspin. Mivo Plus zeigt 2500. Trackman absolut identisch, Smash identisch. Ja, Eintreffwinkel ist auch noch ein wichtiger Faktor. Sind sie auch ziemlich identisch. Der Trackman zeigt 0, der Mivo Plus minus 1, also ganz leicht in der Abwärtsbewegung. Die Daten vom Trackman und vom Mivo Plus sind relativ identisch. Ja, es ist natürlich, muss das jetzt über einen längeren Zeitraum nochmal gucken, aber ich finde, für die Schläge, die ich bis jetzt gemacht habe, muss ich sagen, hat mich der Mivo Plus bis jetzt ziemlich überzeugt, vor allem auch bezüglich der Größe, da man ihn wunderbar mit auf den Platz nehmen kann. Man kann auch dann immer wieder umstellen. Man kann sich alle Schläger anschauen. Ich zeige das mal einmal. Sleeping Mode on. Sleeping Mode off. Wenn man jetzt mal guckt, ich habe jetzt, komm mal eben ein Stück näher, einmal umgestellt auf Grouping und All Clubs. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Da sieht man hier die verschiedenen Farben. Ja, der weiße oben rechts, das war ein Drive und dann dieser langgezogene leicht links, der orange Strich, das war auch ein Drive. Der hellblaue ist ein Eisen 7, die grünen waren das Pitching Wedge. Also da kann man auch eine ganz gute
Statistik drüber führen. All Shots zeigt er dann nochmal, wo viele, wo jetzt vom Driver, weil Driver ist eingestellt, die beiden hingegangen sind. Der eine ist rechts weg, der andere ist leicht links weg. Das ist in Ordnung. Ja, wenn man jetzt dann nochmal umschaltet auf verschiedene Perspektiven, dann sieht man hier nochmal mit einem coolen Hintergrundbild auch nochmal, ja, wo der letzte Schlag so hingegangen ist. Gut, also bis jetzt überzeugt mich das, was es hier auch noch ganz Schönes gibt. Man kann auch nochmal auf Replay drücken und zwar kann man dann nochmal sehen, wo der Ball dann hingeflogen ist, um nochmal selbst ja, seine Schlüsse draus zu ziehen. Das kann man aus allen Perspektiven machen. Dann sieht man so die Flugkurve. Der letzte war so eine leichte Linkskurve. Das wird hier auch nochmal wunderbar dargestellt. Ja, mit einem schönen Hintergrundbild. Also das war, ist ziemlich cool. Gut, dann wollen wir mal gucken, was der Mevo Plus noch so alles kann. Und ja, dann schauen wir mal, was da so bei rauskommt. Man kann auch noch verschiedene Bälle einstellen. Das heißt, jetzt habe ich hier einen Rangeball eingestellt. Wenn man draußen ist auf dem Platz, kann man natürlich seinen Ball einstellen. Man kann verschiedene Dinge noch verändern. Und zwar kann man, wenn man jetzt oben, habe ich jetzt hier auf diese vier kleinen Klötze gedrückt, dann sieht man einmal das, was wir hatten. Ja, dann gehen wir hier oben wieder drauf. Dann hat man hier ein Dashboard, da sieht man nur die Zahlen. Dann kann man dann auch rauf und runter fahren. Unten sieht man dann sogar noch mal den Shot-Type, also wie der Ball geflogen ist, welche Kurve er angenommen hat. Hier haben wir dann nochmal ein Table. Da sieht man alle Schläge. Ja, wischt man dann so rüber, rauf und runter. Das war jetzt natürlich nur vom Driver. Wenn ich umstelle, da sieht man ja hier Driver, wenn ich wieder umstelle auf Pitching Wedge, sieht man alle Pitching Wedge-Schläge. Ja, wieder zurück. Dann können wir auch noch auf Video gehen. Und da sieht man dann, so besser. So, dann sieht man nochmal das Video. Ist jetzt leider ein bisschen dunkel aufgrund des Lichts draußen. Aber da kann man dann natürlich nochmal sich, ja, sich aufnehmen. Finde ich jetzt nicht ganz so klasse, muss ich sagen. Da würde ich dann doch lieber immer eher mit einer iPhone-Kamera oder mit ja, welcher Kamera auch immer arbeiten. Weil das ist dann, glaube ich, doch eher das, was man so haben will. Und die Qualität ist dann auch größer. Ready. Ja, wie fällt nun mein Fazit aus zu diesem FlightScope Mevo Plus? Ich muss sagen, ich finde ihn ziemlich gut. Also der Vergleich mit dem Trackman und dem Mevo Plus hat mich überzeugt oder würde mich überzeugen, auch ein Mevo Plus zu kaufen. Klar, ich benutze den Trackman, weil da die Daten immer noch etwas genauer sind, ich für meinen Unterricht noch spezifischer arbeiten kann als jetzt mit dem Mevo Plus. Würde ich aber auf den Platz gehen wollen, würde ich, glaube ich, einen Mevo Plus mitnehmen, um einfach ihn ja wunderbar in der Golftasche transportieren zu können, weil er ist klein, er ist schnell aufzubauen, einfach hinten aufklappen, oben drauf drücken, über Bluetooth mit dem Telefon verbinden. Was noch bei der App ziemlich cool ist, es gibt, wie gesagt, 17 verschiedene Parameter. Man kann verschiedene Golfplätze spielen. Es gibt auch verschiedene Range-Einstellungen. Also, dass man sich eine Driving Range so aufbaut, im Grunde, wie man sie gerne haben möchte, visuell. Man kann hier sein Equipment eingeben, man kann die Umgebung einstellen. Also Umgebung heißt, wie ist das Wetter gerade? Ist es regnerisch? Ist es kalt? Ist es trocken? Ist es warm? Ist der Boden hart? Ist der Boden weich? Ist er mittelhart oder mittelweich, wie auch immer? Man kann ja verschiedene Measurement Units einstellen, also Meilen, kmh, Meter, ja, alles Mögliche im Englischen wie auch im Deutschen. Also es ist alles möglich. Man kann sein Video aufnehmen. Wie gesagt, da finde ich die Kameras von dem Telefon immer noch besser und da eine gesonderte App nutzen. Aber gut, ansonsten muss ich sagen, hat mich der FlightScope Mevo Plus echt überzeugt. Ich finde ihn total klasse, weil, wie gesagt, die Daten mit dem Trackman ziemlich identisch sind. Man kann wunderbar in seinem Spiel trainieren, leicht aufzubauen. App ist ziemlich simpel zu bedienen. Man kann auch noch so ein Pro-Package dazu kaufen. Dann hat man natürlich noch mehr Möglichkeiten. Da muss man dann mal im App Store gucken, was das dann wiederum dazu kostet. Ansonsten, ja, Empfehlung Mevo Plus, wenn du an deinem Spiel arbeiten möchtest und es verbessern willst. Wenn du aber noch mehr über Golf wissen willst und zusätzlich auch noch weiter dein Spiel verbessern willst, dann
wäre vielleicht der Golfstunde Podcast etwas für dich. Vielleicht hast du Lust, den zu abonnieren. Gib es in allen gängigen Plattformen oder auf allen gängigen Plattformen zu abonnieren. Und da bekommst du jeden Freitag neue Dinge, die dein Golfspiel verbessern können. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du wirst Spaß mit deinem Mivo Plus haben, falls du dich dafür entscheidest. Und ja, ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und munter und bis bald.